So. Da ist die Kamera. Ich fühlte mich gerade ein wenig angetrieben, ein Video zu machen. Wie Comex schon fragte, was willst du denn sagen? Ich sage, ich habe keine Ahnung, es will was raus. Ich mache es also jetzt, damit es alle hören können. Und zwar kriege ich ja irgendwann von Japan mit. Ne? Tsunami, Atomkram. Und ich sehe mir die ganze Show an und denke mir, womit sind wieder alle beschäftigt? Also ganz unabhängig davon, dass immer noch zigtausend Kinder am Tag wegen Hunger sterben und das irgendwie gar nicht wichtig erscheint angesichts einer solchen Sache, Katastrophe, musste ich halt gestern eben an ein Video denken, was ich vorletzte Woche oder letzte Woche gesehen habe, in dem mal aufgezeichnet war, ein Japaner sich die Mühe gemacht hat, quasi grafisch darzustellen, auf einer Zeitlinie, wie viele Atombomben in den letzten 50 Jahren auf diesem Planeten schon hochgegangen sind. Also es ist eigentlich jedes Mal genauso ein nuklearer Extremfall, wie das im Moment in Tokio mit dem Atomkraftwerk auch nicht anders ist. So, und in diesem Video waren zu sehen, dass in den letzten 50 Jahren über weit über 2000 Atombomben hochgegangen sind, wo keine Sau irgendetwas von mitbekommen hat. Wir wissen, dass die Franzosen auf dem Bikini-Atoll und bla bla, wir wissen, dass die dass die Amerikaner da irgendwie mit Area 51 irgendwas, aber guckt euch mal dieses Video an. Ich werde schauen, dass der Jimmy mir das nochmal schickt, damit ich es nochmal auch bei Facebook posten kann. Aber hey, was für ein Schwachsinn. Das ist diese ganze Japan-Geschichte, ist wieder reines Ablenkungsmanöver. Ne, jetzt kommt wieder, jetzt sehe ich als nächstes Bilder von Harp. Ja, wunderbar. Haben wir als nächstes unter Umständen in den Medien, dass tatsächlich, weil jetzt langsam bekannt geworden ist, dass die Amerikaner über entsprechende Technologie verfügen, dass die Amerikaner tatsächlich Japan angegriffen haben. Und wir stecken im nächsten Krieg. Herzlichen Glückwunsch. So einfach ist das zu machen. Weil sich jeder Schwachkopf genau darauf konzentriert. Während andere Sachen auch auf diesem Planeten passieren, über die die Medien überhaupt nichts berichten. Wie zum Beispiel, dass es einen Aufruf gibt, am 26.03. diesen ganzen Schwachsinn dadurch zu beenden, indem man letztendlich dieser ganzen Geschichte, diesem ganzen Gegeneinander, diesem ganzen Kriegsgeschehen, diesem ganzen Scheiß einfach die Substanz entzieht, auf der sie arbeitet, nämlich das Gegeneinander und aufgedrängten Fremdwillen und Ketten und Fesseln und moralische und gesetzliche Bestimmungen, durch die wir den ganzen Planeten kaputt machen und bloß nicht darauf kommen. Dafür ist im Moment alles mit Japan beschäftigt. Also nichts gegen die Japaner. Ich fühle da mit jedem mit und ne, freue mich für jeden, der da heile rauskommt. So, und aber was interessiert uns hier Japan? Und was interessieren uns hier noch irgendwelche Politiker, die irgendwie sowieso machen, was sie wollen, egal was wir von ihnen fordern? Wenn ihr wollt, dass die Atomkraftwerke hier abgeschaltet werden, dann tut es. Am 26.03. ist die Möglichkeit, endlich mal dafür zu sorgen, oder bis zum 26.03. ist eigentlich nur ein Stichdatum. Bis dahin muss das einfach nur bekannt werden, damit es genügend Leute wissen. Und wenn es genügend Leute wissen, dann fühlen genügend Leute den Rückhalt, es einfach zu tun. Und dann können wir im April Hanf legalisieren. Da brauchen wir das von keinem mehr fordern. Dann können wir das einfach anbauen, weil wir es tun, weil wir wieder das Souverän sind. Und nicht irgendein Scheißvolk, was irgendeiner Scheißregierung hinterher rennt, die wir alle scheiße finden und letztendlich es an uns liegt. Wir könnten das alles einfach ignorieren. Wir könnten das Ganze einfach aus unserer Welt herausschaffen. Irgendwie finde ich es halt eben nochmal wieder sehr interessant zu sehen, wie selbst bei aufgeweckten Leuten immer wieder diese Scheiße greift. Lasst euch nicht ablenken. Lasst euch nicht ablenken, das einzig Sinnige zu tun, was ihr in le eurem Leben überhaupt tun könnt, ist endlich die Verantwortung für euch selber wiederzunehmen
Und genau von sowas halten euch solche Nachrichten und Schreckensmeldungen die ganze Zeit ab. Und in dem Moment, wo wir drohen einzubrechen und vielleicht darauf zu kommen, dass wir selber für unser Leben verantwortlich sind, lassen sie die nächste Bombe hochgehen. Hauptsache, wir sind ganz schnell wieder mit was anderem beschäftigt. Seht das. Seht das, wie andere Leute ständig versuchen, eure Aufmerksamkeit auf irgendetwas zu lenken. Aber ihr seid die Herren eures Fokuses. Ihr könnt entscheiden, richte ich meinen Fokus lieber auf Japan und irgendwelche Missstände, und letztendlich dann müsste ich, wenn ich es konsequent mache, auf alle Missstände achten, und dann darf mir Japan auch nicht mehr wichtiger sein als 10.000 Kinder oder 100.000 Kinder, die am Tag sterben, weil sie nichts zu fressen haben, weil wir, da ist der Ignoranzmodus noch hoch genug. Da kommen wir, das kann man ausblenden, wird ja nicht jeden Tag in den Medien gezeigt. Ne? Und letzte Woche war es Gutenberg, den interessiert heute auch keine Sau mehr. Genauso wird in 2 Wochen Japan keine Sau mehr interessieren, weil in den Medien ständig jeden Tag irgendwas Neues wichtig ist. Und nichts davon für uns eigentlich. So, hier haben wir ein neues Medium, hier haben wir YouTube, hier haben wir die Möglichkeit, dass jeder, der möchte, interaktiv mitmachen kann. Ihr könnt hier zu diesen Videos Videoantworten posten. Lasst euch einfach nicht das Recht nehmen, einfach jetzt zu sagen, was ihr für richtig haltet. Und dann helft, diesen Aufruf so groß zu machen, dass er tatsächlich vielleicht sogar bis in die Medien kommt. Und wenn die Medien uns bis zum 26. von diesem Aufruf erzählen, dann werden definitiv genügend Leute am 1. April den Rückhalt empfinden, tatsächlich ihre Miete nicht zu zahlen. Und keine ihre Schuldrückzahlungen nicht mehr zu zahlen, die Schulden einfach nicht mehr anzuerkennen. Und damit, jeder, der da irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, lasst euch bewusst sein, dass euch auch das gemacht worden ist. Ihr braucht kein schlechtes Gewissen eurem Vermieter gegenüber zu haben, der durch diese Aktion auch entschuldet wird. Wir wollen schuldenfrei sein, da müssen wir uns entschulden. Das wird für uns keiner tun. Das muss man selber machen. Wir wollen eigenständig leben, dann müssen wir das tun. Wenn wir weiter von irgendwelchen Fatzken irgendwelche Sachen fordern, die meinen, sie hätten irgendwas zu sagen, weil wir sie ja gewählt haben, also ich habe niemanden gewählt, mir sagt keiner was. Ende Fahnenstange, das ist mein letztes Wort, was das angeht, über Herrschaft in meinem Leben. Moi, ich bin der König von mir selbst. Und das kann jeder andere auch so sehen. Wir müssen nur langsam mal über diese Dinge reden. Über diese Möglichkeiten, die wir haben. Und uns nicht ständig ablenken lassen von irgendwelchem Scheiß, der im Fernsehen kommt. Bis endlich mal sowas ins Fernsehen kommt. Und ihr werdet automatisch sofort merken, was der Unterschied ist. Das eine Programm, was wir bis jetzt kennen, bietet uns die ganze Zeit nichts weiter als Probleme, Probleme, Probleme. Und wenn wir die Medienzensur endlich mal gebrochen haben und wirklich mal das Fernsehen sinnig nutzen können und die Medien, dann kommt auf einmal Lösungen, Lösungen, Lösungen. Und da könnten wir die Medien auf einmal nutzen, um uns gegenseitig zu informieren und nicht uns zu desinformieren und uns Angst gegenseitig zu machen und was für eine Scheißshow. Sie wird langweilig und absolut unglaubwürdig. Wie kann man denn so einem Mist überhaupt noch hinterherlaufen? Stelle ich wirklich die Frage hier offen raus. Danke. Das waren meine Gedanken zu Japan. Ich bin froh, dass ich sie mal hören konnte. Ich bin absolut einig mit mir selbst. Und ihr könnt euch selber überlegen, was ihr tut und denkt. Das war nur ein Denkanstoß. Ich erwarte hier von keinem irgendwas. Ich stelle mir nur gerade ein paar Fragen und habe mir gedacht, vielleicht sind sie für den einen oder anderen auch von irgendwelchem Interesse. Danke und bis bald.